Weiter geht's mit RTL Skispringen und der Vierschanzentournee. Endlich geht's wieder rein und wir wollen dieses Jahr natürlich die Vierschanzentournee gewinnen. Startet traditionell in Oberstdorf. Wir starten, ja, traditionell nicht, aber wir starten im gelben Trikot mit unserem lila Kopfhelm. Nicht mehr Milka ist jetzt der Hauptsponsor. Nein, Martin Schmidt ist jetzt in ein Alter gekommen. Da muss er sich die Körperteile beschriften. Ist nun mal so. Ich kenne das. Ist nicht einfach. Jetzt habe ich auch ein bisschen eine Identitätskrise, nachdem ich am Donnerstag mit Wuschelkopffrisur gestreamt habe. Das fehlt mir ein bisschen. Hat mich doch durchaus männlicher fühlen lassen. So, hoppala. Die Maus ein bisschen schnell eingestellt. Schaffen wir noch. Und ja, wie gesagt, beim Skispringen noch schwieriger als beim NGL Biathlon aufnehmen, wenn man dann die Bundesliga-Ergebnisse sich parallel noch anschaut. Ich sollte das nicht machen. Schalke ja sensationell 4-2 beim Tabellenführer gewonnen. Alle, die vor einer Woche gesagt haben, nach dem 0-3 gegen Kaiserslautern, alles schlecht, alle Spieler scheiße. Auf einmal sind alle Spieler großartig und auch Kees van Wonderen ist anscheinend ein absoluter Harry Potter. Liebe ich einfach immer wieder. So, ich glaube, so ist besser. So, was machen wir? Machen wir noch ein bisschen Fitness. Ein bisschen Gewichtstraining geht auch immer. Vielleicht 0,1, 0,2 nochmal weg. So, Musik. Höre ich nichts. Habe ich es komplett leise gestellt bei mir. Ich weiß es gerade gar nicht, aber Musik ist schon da, oder? Stimmung? Hallo? Spiel? Ja doch. Ja, jetzt höre ich doch was. Stimmung ist da. Robin, ich will ein Kind von dir. Wer ist Robin? Robin Pedersen. Ich kenne Robin Schabatzky. Die ist ähnlich geil. So, Robin Sparkles. Let's go to the mall. So. Die Endergebnisse der Bundesliga kommen endlich rein. Hat man endlich seine Ruhe. Dann kann ich die Konzentration steigern. So, wir gehen hier mal rein in die Qualifikation, um einen nicht so schweren Gegner zu bekommen. Natürlich nicht ganz so wichtig. Aber um es ein bisschen realistischer zu halten, machen wir das mal während der Vierschanzentournee. Und ich mag diese Duelle eigentlich auch immer total gerne. Gute Haltungsnoten, 106,4. Damit zeigen wir der Konkurrenz auch schon mal, wo es hingehen kann. So, Pavel Vasek gegen Stefan Kraft. David Hagen. Ach, guck mal, gegen Fatih Ipciolu. Den schauen wir uns an. Mein neuer Liebling, der Ipciolu bei Ski Jumping 2024. Springt er auch ungefähr so unser Niveau. Na, ein bisschen schlechter ist er, glaube ich, bei Ski Jumping aktuell. Da sind wir ja jetzt am Kämpfen immer mit dem zweiten Durchgang. Deswegen macht Ski Jumping einfach deutlich mehr Spaß als RTL Skispringen. Was natürlich von der Grafik, von dem ganzen Drumherum noch ein bisschen netter ist, auch wenn es von 2007 ist. Aber Ski Jumping hat halt diesen Wettbewerb, der einem hier fehlt. 103,5 Punkte für Ipciolo, gar nicht mal so schlecht. Damit ist er safe dabei, gewinnt sein Duell. Momentan auch die Führung für den Türken. Stefan Embacher schafft es nicht, dorthin zu kommen. Yevgen Marusiak setzt sich vor Daniel Huber. Schau mal, Jan Hörl, Peter Preutz, der auf die 3 springt. Michi Heiberg in letzter Zeit gut in Form, 110,8 Punkte. Jetzt schauen wir auf die deutsche Hoffnung, Andreas Wellinger. Ja. Oh, aber das Bouldern hat mir heute gut getan, war heute seit langem mal wieder Bouldern. Und das ist ja wirklich eine nice Sportart. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen. Also, Verletzungsgefahr ist schon da. Man haut sich auch irgendwo mal ein Knie auf. Andi Wellinger mit einem guten Sprung. Aber es ist halt, ja, es macht ein bisschen Ausdauer, es gibt ein bisschen Muckis. Sehr, sehr gut für alles. 103,9 Punkte, ordentlicher Sprung. Kamil Stoch und wir springen gegen Alex Insam, den Italiener, der hier im Spiel leider Finne ist. Ja, klingt genauso wie bei mir. Da gibt es nicht viel zu holen. Schauen, was wir gleich schlagen müssen. Da geht der rechte Ski nochmal leicht weg. Auch beim Absprung, da staubt es ordentlich. Eieieiei. Also das sollte zu schlagen sein für uns. 55 Punkte, Kamil Stoch mit 117,9. Der hat da schon einen sehr guten Sprung hingesetzt. Sage ich jetzt nichts mehr zu. Martin Schmidt verteilt seine Gene weiterhin fleißig. So, der Wind jetzt gerade zu leichtem Seitenwind hingedreht. Sollte aber passen. Ja, doch, war passabel. 117 Meter, 122,1 Punkte. Sehr, sehr guter Sprung hier zum Auftakt beim Saisonhöhepunkt. Cooles Ding. Schauen wir mal drauf. 97,1 Balance im Flug. Absprungkraft nicht optimal. Aber trotzdem die Führung für den Wamsi Michel. Für Martin Schmidt. Fuck.
Ich spiele ab jetzt nur noch mit dem Wamsi-Michel. Das kann sich doch keiner merken. Mit zwei verschiedenen Figuren spielen, das kann sich doch keiner merken. Das ist ja unfassbar. So, komm, Ipciolo. Da hat das nochmal im Rücken. Die Hämorrhoiden kicken wieder rein. Schöner Anzug. Sieht, wie gesagt, immer so aus, als hätte man aus Versehen noch eine rote Socke bei der weißen Wäsche mit dazu gemacht. Aber Bastjo springt Richtung rote Linie, wird nicht viel verlieren, aber da war im zweiten Durchgang, glaube ich, einer besser. Sogar zwei, Peter Priots mit einem sehr starken Sprung. Andi Wellinger schauen wir uns auch nochmal an. Hier die deutsche Hoffnung natürlich neben Martin Schmidt, der zu seinem ersten Vierschanzenturniersieg ausholt. So, Bochum schon wieder verloren. Und Werder Bremen überraschend stabil, muss man sagen, in der Bundesliga. Ich habe Ole Werner jetzt gesehen, wie er auf dem Keyboard gespielt hat. Sehr sympathisch, muss man sagen. So, Andi Wellinger mit 119 Metern, 125,7 Punkte. Ganz, ganz stark. Damit verbessert er sich nochmal. Aber Michi Heilberg setzt nochmal einen drauf. Alter Schwede, Kammelstoch. 253,5. Wir hatten im ersten Durchgang 122. Da müssen wir jetzt mindestens ebenso springen. Mindestens. Der Wind dreht gerade ein bisschen zur Seite. Wir warten nochmal, bis die Windfahne wieder zu uns dreht. Puh, das könnte gereicht haben. 124 Meter, dreimal die 20, neuer Schanzenrekord, 136,2, das reicht definitiv für den Auftaktsieg, aber da mussten wir wirklich ganz, ganz tief graben, ja, da kann man die Faust mal ballen, da hätten wir sicherlich letztes Jahr gar keine Chance gehabt, sehr guter Absprungzeitpunkt, super Balance im Flug, das hat super funktioniert, 88,1% Start des Landemanövers, aber da unten, da wird es dann halt auch schon kriminell. So, wir gehen in Führung mit 4,8 Punkte, müssten das sein. Michi Heilberg dann schon mit rund 20 Punkten dahinter. Sehr guter Auftakt. Wir vergrößern unseren Abstand, weil Antti Aalto und Fatih Ipciolu gar keine Chance hatten, hier mitzuhalten. Und die Konkurrenz ist eine andere. Kamil Stoch, Halvor Kranerüt sogar mit einer Nullrunde. Daniel Schofenig auch nur mit 10 Punkten. Richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Nicer Auftakt. Und vor allem haben wir da eigentlich drei sehr saubere Sprünge, allerdings auch bei leichten Windbedingungen runtergebracht. Schauen wir mal, wie es in Innsbruck jetzt, in Garmisch jetzt aussieht. Wird schwieriger. Da werden wir auch keinen Schanzenrekord springen können. Davon ist erstmal auszugehen. So, noch ein bisschen Bundesliga-Ergebnisse parallel schauen. Alles gut, alles gut. Mich interessiert eigentlich nur, ob die Eintracht das gegen Augsburg noch gewinnen kann. So, sehr viel Seitenwind. Aber Martin Schmidt jetzt halt auch super ausgerüstet. Perfekter Trainer noch an der Seite. So, da wird der Ball gleich ordentlich zur Seite fliegen. Ja, da muss ich viel dagegen lenken. Das wird ein sehr schweres Springen. Oh, der war sehr reingeschummelt. Alter Schwede, der Wind boostet ihn einfach noch weg. Martin Schmidt, ein Leichtgewicht. Naja, so leicht ist er gar nicht. So, schauen wir mal drauf. Jo, hat gepasst. Dann machen wir... Ach komm, wir machen noch mal ganz kurz ein bisschen Gewichtstraining. Jetzt für die Vierschanzentournee so viele Springen in kurzer Zeit. Den Rest ballern wir mal in die Motivation rein. 0,6, den BMI noch mal nach unten gedreht. Und jetzt, ja, da kann sicherlich mal ein Sprung dabei sein, der nicht so gut funktioniert. Aber für die Konkurrenz sollte das auch nicht ganz so einfach sein. So, Ante Lanišek eröffnet das Ding hier. Wir gehen mal wieder in den Quali-Durchgang rein. Wir wollen nicht das direkte Duell haben gegen den Besten. Bin jetzt vorsichtig geworden seit Skijumping 24. Da habe ich ja auch die Vierschanzentournee schon im Kasten. Das war nix, aber es ist nur Quali-Durchgang. Das ist nicht so schlimm. Trotzdem deutlich über die blaue Linie. Ja, der war wirklich nicht gut, der Sprung. Ja, sieht jetzt hier gar nicht mal so schlimm aus, Absprungzeitpunkt. Deswegen auch die deutliche Führung für uns. Wir holen uns den Quali-Sieg. Schauen uns mal vor allem Kamil Stoch an. Andi Wellinger, komm, die deutsche Hoffnung, die schauen wir uns immer an. Für Andi Wellinger haben wir immer Zeit. Der erst nochmal ein paar Leute im Publikum erschießt. Kann man ja mal machen. Guck mal, der Cursor ist da. Ah.
Schön am Kopf gekratzt. So, Entschuldigung, Andi Wellinger natürlich. Wir sind hochkonzentriert. Ganz professionell gehen wir hier durch. Irgendwann sitze ich mal zwischen Tom Bartels und Sven Hannawald und langweile mich genauso wie die beiden. So, Kammelstoch. 87,8 Punkte. Gar nicht mal so schlecht, was der Norweger da vorgelegt hat. Könnte über die Lucky Loser vielleicht sogar reichen. Oh, ich habe mir irgendwie beim Bouldern hier hinten als einmal reingezogen in den Nacken. Ich sag ja, eine falsche Bewegung beim Bouldern. Und dann ist man schon raus. So, er gewinnt das direkte Duell, aber jetzt auch nicht ultra deutlich. Kammelstoch geht nur auf den fünften Platz. Jetzt kommt Robin Pedersen, den gönnen wir uns mal nicht. 50 Punkte, ich glaube, da haben wir nicht viel verpasst. Und jetzt geht's 105,8 Punkte. Das ist schon deutlich mehr, als es damit eine Luke weniger im Quali-Durchgang gebraucht hat, um vorne zu sein. Ja, doch, war okay. War okay, aber jetzt auch nicht überragend. Reicht das für die Führung? 19er Noten, 99,5 Punkte. Wir hatten aber auch viel, viel Rückenwind. Das reicht erstmal, glaube ich, nur so zum dritten Platz circa. Balance im Flug war nicht gut. Da war alles auch nicht so funktionabel. Sogar nur der vierte Platz hinter Andi Wellinger noch. Und Eintracht gegen Augsburg dann leider nur 2:2 aus Frankfurter Sicht. Schade. Also da müssen wir jetzt ein bisschen aufholen. Kammelstoch mit 211 Punkten. Müssen wir mal gucken, wenn der Wind zur Seite dreht, das ist wahrscheinlich besser, wenn wir dann losgehen. Jetzt dreht er sehr Richtung Rückenwind. Geh nochmal zur Seite. Ne, es gibt irgendwie nur Rückenwind. Okay, den haben wir besser erwischt. 116,5. Nicht neuer Schanzenrekord. Dreimal die 19, 521,2. Damit sollten wir nochmal ein Stück nach vorne gehen. Den haben wir deutlich, deutlich besser getroffen. Absprungkraft 100%. Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht geschafft. Start des Landemanövers zu früh und Balance bei der Landung war auch nicht optimal. Da ein bisschen ein bisschen gewippt, aber er lässt sich trotzdem feiern. Andi Wellinger, der muss jetzt erstmal die 220,7 schlagen. Nochmal auf Nummer sicher gehen. Skier sind dran, mein Freund. Nicht, dass ihm da einer einen Streich gespielt hat und ein Snowboard rechts dran macht. 90 Stundenkilometer schnell. Und er zieht den Sprung, aber er landet leicht früher, aber wirklich nur leicht früher als die blaue Linie. 114 Meter, er verliert was, 117,2 Punkte. Andi Wellinger sollten wir einkassiert haben. Der ist mit 217,3 Gesamtpunkten auf jeden Fall erstmal hinter Martin Schmidt. Jetzt kommt Peter Preutz. Da hier oben rechts steht auch Adam Malisch, der inzwischen noch Vorspringer ist. Muss ich ein bisschen was dazu verdienen. Hat nach der Karriere leider alles verzockt. Keine Ahnung, einfach nur willkürlich irgendeinen Schmarrn erzählt. Auch der springt kürzer als die blaue Linie. Wird's der zweite Sieg? Schaffen wir das, was Sven Hannawald damals geschafft hat? Vier Springen, vier Siege, 113 Punkte nur für den Kollegen Peter Preutz und damit fällt er auf den dritten Platz zurück. Jetzt kommt Michi Heilböck. Der war schon sehr stark im ersten Durchgang. Ich glaube, das waren 6 Punkte, die er Vorsprung hatte. Dahin könnte es dann doch etwas knapper werden. Ja, gut getroffen anscheinend. Zieht den Sprung. Aber die Linie wird auch nicht gelb, auch wenn wir es nicht gesehen haben. 112,5 nur. 114,5. Was hatten wir? 122 oder sowas? Boah, Helikopter. Helikopter, reicht das? Es reicht. 0,4 Punkte. Yes. Martin Schmidt gewinnt auch in Garmisch, allerdings mit einem super engen Höschen. Sehr nice, also zweiter Sieg im zweiten Springen im Gesamtweltcup sieht es nice aus, in der Vierschanzentournee sieht es auch gut aus, 14,2 Punkte, der Vorsprung jetzt vor Kammelstoch, Michi Heilberg auch noch dahinter mit genau 20 Punkten Rückstand und wichtig für die Motivation, dass wir das jetzt noch gewonnen haben, sonst hätte ich die Karriere beendet, so rein ins Extra-Training, wieder brutaler Seitenwind, aber das nehmen wir so mit. Jetzt geht's nach Österreich rüber. Peter Pedersen hier mit dem Schanzenrekord. Wie gesagt, es gibt eine Peter-Pedersen-Schule in Frankfurt. Da muss ich immer dran denken. Ist, glaube ich, irgendwo in Eschersheim. Für alle, die aus Frankfurt kommen. Vielleicht kommt ja jemand jetzt aus Eschersheim. Keine Ahnung. Unser Erzrivale beim Fußball immer gewesen. So, 49 Games-Würfel. Ja, der Seitenwind, der tut schon weh. Aber die Konkurrenz war eben auch sehr stark.
Bei dem Rückenwind vor allem. Schaffen wir es? Ja. Sauber. Gut geschafft. Die Bergiselschanze legendär, auch natürlich mit diesem, wo man noch schön hochfährt, wo sie inzwischen immer diese Furchen da reingemacht haben. Trotzdem gibt es immer wieder ein paar Unfälle. Mauskabel eskaliert wieder. So, das erinnert mich dran, damit ich nicht raustappe, gehe ich gleich mal ein bisschen rüber. So, BMI ist bei 21,4. Wir machen nochmal Sprungkrafttraining. Bin irgendwie gerade leicht abzulenken. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist so wie bei meinem Hund. So, let's go. Rein in den Wettkampf. Schanzenrekord. Mal gucken, ob wir es schaffen. Sind schon bei Springen 11 von 27. Das geht immer so schnell durch so eine Saison durch. Dadurch, dass man bei Skijumping ja auch den Conti Cup immer noch mitspringt, dauert eine Saison deutlich länger. Und ich glaube, es gibt auch mehr Springen. Die kratzt mich gerade ein bisschen im Hals. Ich muss hier nach dem Quali-Durchgang, glaube ich, mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Der wird eh nix. Ja, das wird gar nichts. Blaue Linie auch weit weg. Da war ich unkonzentriert. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. 100,5, 100,9 Punkte. Immerhin der dritte Platz. Wird dann gleich ja ein bisschen minimal stärkeren Gegner geben. Aber ich glaube, auch kein Problem für uns. So, jetzt müsste es besser sein. Es hat wirklich so sehr gekratzt. Ich habe auch noch schön genießt danach. Man sieht es meinen Augen noch an. Ich weiß, dass ihr mir alle Gesundheit gewünscht habt. So, Andi Wellinger geht runter. In Innsbruck. Liegt gut in der Luft. Hat gerade auch noch einen guten Witz gehört, wie es ausschaut. Gute Laune bei Andi Wellinger. Mit der Rückennummer 6. Das war beim Fußball meistens meine Rückennummer. Defensives, zentrales Mittelfeld. Da musste man ackern, da war man das Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Das hat mir immer Spaß gemacht, da so ein bisschen die Fäden mitzuziehen. 107,1 Punkte, die Führung für Andi Wellinger. Unser Gegner Kilian Payer mit 76 Punkten kommt da bei weitem nicht ran. Das müssen wir schlagen und jetzt gilt es natürlich in Führung zu gehen. Wir wollen alle vier Springen gewinnen. Der Wind ist okay. Man könnte dann leider jetzt gerade zum Seitenwind drehen. Oh wow, das war gar nichts. Puh, ganz, ganz schwierige Bedingungen. Im letzten Moment den Ball dann auch da nochmal nach rechts rüber. 107,2 Punkte. Ich glaube, da wird aber trotzdem der ein oder andere nochmal besser sein. Gregor de Schwanden, Stefan Kraft in Österreich haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Jetzt hier beim Heimspiel mal gucken. Michi Heiberg. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Bester in der Quali war. Oder wo Kamil Stoch jetzt auch gerade war. Da sehen wir aber, wie häufiger der Ski weggeht. Na, das war nix. Das war definitiv nichts von Stefan Kraft. Naja, 104,7 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. David Kubacki jetzt gegen Kamil Stoch. Kubacki auch ganz schwach hier. Und jetzt kommt noch Kamil Stoch, der Beste der Qualifikation. Der eigentlich weiterspringen sollte als wir. Wäre mit einem Durchschnittssprung die Führung für Martin Schmidt. Alter, wie oft den der Ski weggeht. Holy fuck. Ich glaube, das ist die Führung für Kamil Stoch. Schauen wir mal drauf. Noten sind gut. 112,1 Punkte. Da musste er viel korrigieren im Sprung. Und trotzdem holt er hier 5 Punkte fast auf uns raus. Sehr, sehr guter Sprung. Gehen wir diesmal ein bisschen schneller durch. Wir haben ja dann noch Kamil Stoch als nächstes. So, jetzt muss aber ein perfekter Sprung gelingen. Sonst ist das mit der perfekten Tournee nicht mehr drin. So, der Wind dreht gerade zu uns. Gehen wir los. Nehmen den hoffentlich dann auch mit. Eieiei, den haben wir zu lang gezogen, den Sprung. 111,5. Schlechte Haltungsnoten, 111,7. Jo, Schanzenrekord, aber mehr halt auch nicht. Das wird definitiv nicht der Sieg werden. 111,7, der war gut. Schwierig, weil der Wind von der Seite wieder so reinkam, aber es ist nur der zweite Platz. Damit ist der Traum erstmal ausgeträumt von den vier Siegen bei der Tournee. Schade, hätte ich gerne geschafft. Sehr, sehr schade. Da noch eine gute Landung rein, dann wären wir natürlich in Führung. Dann hätten wir bestimmt 6 Punkte mehr.
Minimum 6-7 Punkte mehr, aber gegen Kamil Stoch wäre wahrscheinlich eh kein Kraut gewachsen gewesen, weil der springt 116 Meter. Holy shit, 128,3 Punkte, damit wird es auch nochmal eng. Insgesamt bei der Vierschanzentournee, ja, so viel zum Thema, es wird eng. Kamil Stoch ist vorbeigezogen in Innsbruck. Eieieiei, das wird jetzt ein richtig enges Höschen. Wir verlieren 21,5 Punkte in dem einen Springen auf Kamil Stoch. Das wird ein super spannendes Finale. Dritter Platz nur für uns. Also RTL-Skispringen kann doch spannend sein. Ich nehme alles zurück. Windbedingungen aber auch konstant beschissen. Das ist ja furchtbar. Aber dafür jetzt alles ein bisschen windstiller. Da kommt Ben Windstiller, kommt da rein. Aber habe ich nicht gemacht, den Witz. Habe ich nicht gemacht. Reden wir einfach nicht mehr drüber. Jetzt bin ich aber gespannt. Sowas fordert einen ja immer raus. Was sollen wir machen? Da unten sollen wir landen. Machen wir aus Versehen. 2007 wieder in den Schnee gebrannt. Ja, ich dachte, das wäre schon rum. Warte, da würde ich nicht... ja, manchmal kommt so der innere Monk in mir durch. Ich möchte nicht durch diese 2007er Schrift durchfahren. Ich möchte genau nur über den Schnee. Das ist irgendwie so eine Macke, die man manchmal hat. Wahrscheinlich ist es Autismus. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es noch nicht behandeln lassen. So, Fitness und ein bisschen Motivation. Monday Motivation. Nee, erstmal hier Saturday Motivation. Und dann geht's rein ins Finale nach Bischofshofen. Stefan Kraft gegen Martin Schmidt. Stefan Kraft, na Quatsch, Kamil Stoch gegen Martin Schmidt. Wer holt sich den Vierschanzentournee-Sieg? Wir sind als Favorit reingegangen. Ich war mir sehr sicher, dass wir das Ding gewinnen. So, erstmal in der Quali ist er nicht ganz so stark. Ja, machen wir trotzdem mit den Sprung. Da war jetzt wenig zu sehen vom Kollegen Kamil Stoch. Na gut, ist nur Quali, da muss ich mich jetzt auch nicht so konzentrieren. Ja, wenn man einmal ins Fliegen kommt, dann läuft's. So, 112 Meter, gute Haltungsnoten. Warte, nicht da durchfahren. Ach Junge, muss doch nicht. Schauen wir nochmal kurz drauf. 95,4, Absprungkraft noch mit Luft. Wo ist Kamil Stoch mit 92,3? Ist der da wirklich nicht so gut? Der kommt relativ früh. Kamil Stoch. Kobayashi sehen wir auch nie. Da ist auch nicht so gut. Dumbrioz gegen Stefan Kraft. Paya gegen Lindwig. Kudelka. Und jetzt kommt Kamil Stoch. 77,5 Punkte gilt es zu schlagen. Philipp Raimund mit 98,8 vorne, auch stark eigentlich vom Deutschen. So, was kann er vorlegen? Anscheinend kommt er hier nicht so gut zurecht. Richtung rote Linie. 114 Meter, super Noten, 108,7 Punkte für Kamil Stoch, die deutliche Führung. So viel zum Thema, er kommt hier nicht zurecht. Da müssen wir jetzt schon sehr, sehr stark springen. Heiberg mit 109 Punkten. Peter Preutz 110. Krasse Ergebnisse. Und jetzt nochmal Andi Wellinger. Richtiger Waffennah, der Andi. Hätte ich nicht gedacht. So, geht der Ski irgendwo mal weg? Ne, zieht er gut durch. Der sieht sehr, sehr gut aus, der Flug. Yo, holy shit, Andi Wellinger geht in Führung, oder? Der springt über die rote Linie oder an die rote Linie. 115 Punkte, ne, genau 109. Damit springt er hier rein. Sehr, sehr enges Finale. David Kubacki können wir skippen. 77,5 und jetzt tut's Gilden tun. Wir müssen schon einen gewissen Rückstand aufholen. Konzentration. Ich glaube, das war gut. 118 Meter. Gute Noten. 114,4. Wir machen auf jeden Fall schon mal so circa 6 Punkte gut. Auf Kamil Stoch.
5,7 sind es. Puh, aber das reicht noch nicht. Da braucht es noch was. So, Kamil, zeig mal, was du kannst. Anti-Alto führt vor Chofenik und Ipciolu. Richtig so. Erst nochmal checken, ob auch alles passt. So, komm, spring nicht zu weit. Ich gönn dir schon was, aber auch nicht zu viel. Ja, ist Richtung rote Linie gesprungen. Richtung rote Linie. 115 Meter. 108,5 Punkte. Also ungefähr so wie im ersten Durchgang. Das war gar nicht mal so gut, wie man sieht. Anti-Alto, Andy Wellinger mit 233,9. Es geht jetzt eigentlich nur darum, Kamil Stoch zu schlagen. Tagessieg hin oder her. Gehen wir mal los. Jawohl, das war's. Das ist der Sieg. Die geballte Faust sieht man nicht. Die Bäckerfaust 125,1 Punkte. Mit Schanzenrekord 124,5 Metern holt sich Martin Schmidt nicht mit dem lupenreinen Quadruppel hier den Sieg. Aber immerhin mit einem guten Sprung. Nervenstärke haben wir bewiesen. Das zeigt wieder, wenn man konzentriert spielt, dann gewinnt man natürlich meistens auch. Sehr stark. Super Sprung. 97,3% Balance im Flug mit rund 6 Punkten Vorsprung gewinnen wir das Springen und die Vier-Schanzentournee insgesamt dann eben mit 15 Punkten Vorsprung. Ungefähr das, was wir vorher verloren haben, haben wir jetzt wieder beim letzten Sprung oder beim letzten Springen reingeholt. Also, der erste Teilerfolg der Saison ist drin. Die Vier-Schanzentournee haben wir geholt. Wir machen wieder unsere Windows 95 Party. Martin Schmidt nimmt natürlich Corona-Vorsicht die Maske nicht ab. Wird nochmal gegrüßt. Kamil Stoch hat trotzdem gute Laune. Auch Andy Wellinger, der vervollständigt dann das deutsche Podium. Zwei Deutsche auf Platz 1 und 3. Trotzdem natürlich hinten die Fahnen aus Österreich, die geschwungen werden hier für die Heimnation. Wurscht. 15.000 und wir kriegen einen wunderbaren vierfachen Stöckelschuh. Finde ich schön. Könnten auch Schanzen sein. Wahrscheinlich sind es vier Schanzen, gell? Könnte Sinn machen. Könnte tatsächlich Sinn machen. Graviert ist noch nichts. Finde ich jetzt aber nicht so gravierend. So, Skifliegen machen wir auch noch. Da würde ich aber jetzt erstmal den Wind abwarten. Ja, ja, aber gut, ist aber nur leichter Aufwind. Aber da gehen wir trotzdem rein. Skifliegen extra schön und wie gesund. Wir sollen eine gewisse Weite erreichen. Ich weiß gar nicht, ob wir aus Luke 2 so weit kommen können. Bräuchte natürlich ein bisschen stärker, Entschuldigung, ein bisschen stärkeren Aufwind. Ja, haben wir geschafft. Hätten sogar noch weiterfliegen können. Sehr schöne Bedingungen hier. Super Wetter. Kaum Wind. Da freuen sich die Fans. 89,9 Punkte. Balance im Flug war gut. Absprungkraft war gut. Perfekt. Kein Druck, den wir da jetzt natürlich auch hatten. So, was machen wir? Komm, nehmen wir nochmal ein bisschen Gewicht raus. Doch, das geht, das geht. Vertrau mir, mein Freund. So, den BMI nochmal ein bisschen runterquetschen. Und dann versuchen wir, naja, Richtung 200 Meter zu springen. Bei den Bedingungen ganz, ganz schwierig. Björn, eine Rumören, aber zumindest den Schanzenrekord von 185 Metern hier mal anzugreifen. Das haben wir mit dem Wamse Michel auch noch nicht geschafft. Ich glaube, da sind wir irgendwo anders, 198 Meter gesprungen. Okay, jetzt haben wir es ein paar Mal gut erwischt, aber da sind wir ein bisschen schräg rausgekommen. Ja, war jetzt nicht ganz optimal. Da war der Trainingssprung besser, 169,5, da kommt er wieder, da kommt er. Mann, Mann, Mann. Luftangriff in Vikersund, ganz schön gefährlich, 169,5, Balance im Flug war gut. Passt schon. Erstmal die Führung. Da müssen wir uns den Rest der Kollegen nicht anschauen. 115 Punkte von Peter Preutz ist schon sehr stark. So ein bisschen Wind von vorne wäre schön.
Ah, der ist ja komplett eingeschlafen. Jawohl. Aus Luke 3 schaffen wir schon die 185. 187 Meter, stark. Bestwertung 120,4. Den haben wir super runtergezogen. Das müssten wir jetzt natürlich im nächsten Sprung auch nochmal so schaffen. Ja, das war ein super sauberer Sprung. Einer der besten, die wir jemals hatten. Aus Luke 4 wäre natürlich noch schöner gewesen. So, Peter Preutz springt. 262,6 Punkte. Das, glaube ich, ist wieder utopisch. Aber beim Skifliegen eskalieren die hier häufig völlig. Puh, im letzten Moment gelandet. Aber die blaue Linie, boah, 199 Meter. Boah, schade. 199 Meter, 136,3. Das ist aber trotzdem nur der zweite Platz. 199. Shit. Der war auch super, der Sprung. Richtig gut. Start des Landemanövers war sehr spät. Oben so leicht verdreht, da haben wir, glaube ich, ein bisschen Höhe verloren. Deswegen hatte ich schon Angst, dass es dann doch gar nicht so weit geht. Aber dass wir fast die 200 Meter springen, gut, 147,6. Der ist ja 210 Meter gesprungen, der Mann. Unfucking fassbar. Dann nur der zweite Platz beim Skifliegen. Skiflug-Weltmeister sind wir letztes Jahr ja schon geworden. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die Windverhältnisse so drehen, dass wir hier hinten raus nochmal richtig schön was machen können. Schauen wir mal, extra Training, wie ist der Wind? Naja, das ist mir zu seitlich. Das will ich nicht. Wir probieren es einmal gemeinsam, den Wind zu drehen. Wenn es so einfach wäre, auch in der Realität, wäre natürlich schön. Ne, mache ich auch nicht. Also, ich mache hier mal so lange rum, bis wir schönen Aufwind haben und dann springen wir die 200 Meter. Martin Schmidt jetzt hier schon mit Schanzenrekord, 199 Meter. Hillsize 207 Meter. Das wäre cool, wenn wir das schaffen. Jetzt haben wir viel Aufwind. Auch ein bisschen Bögenaufwind. Schwierigere Bedingungen, aber mal gucken. Jetzt innerhalb eines Tages Schneeregen und Windböen. Ja, haben wir den Schanzentisch schon gar nicht so gut getroffen. Gehen wir einfach mal runter aus Luke 2. Da waren wir, glaube ich, bei 169,5 vorher bei den Wetterbedingungen. Jetzt sind es 165, aber da war auch alles schlechter als vorher. Sehen wir auch hier Absprungkraft 85,3. Kannst ja komplett knicken. Das ist ja nichts. Trotzdem haben wir nochmal ordentlich Trainingspunkte geholt. Doch, doch, ich glaube, das geht. Doch, das geht. Ja, jetzt ist nur auf 2,1. Was nicht eben auf 0,3? Ach komm. Shit. Naja, gut. Bisschen Motivation. Geht immer. Ja, dann geht halt doch keine Motivation. So, super. Jetzt haben wir es auch wieder auf 3 Sachen verteilt. Gut, aber jetzt Konzentration. Die 200 Meter, die wollen wir schaffen. Die 199 waren ein sehr schöner Flug bei fast eingeschlafenem Wind. Daniel Tande. Die Tande vom Daniel, die geht hier richtig steil. Eigentlich gar nicht, ne, weil es der erste Springer war, der hier runtergegangen ist. So, jetzt aber Konzentration. Gut, Luke 2 noch nicht ganz so wichtig. Boah, Alter, der Wind bläst hier aber auch rein. Aber da sieht man schon, es geht theoretisch nochmal weiter. Es müssten über 170 Meter gewesen sein. 172. 102,9 Punkte. Damit sind wir deutlich vorne. Interessiert uns alles nicht. Jetzt wird's wichtig. Eigentlich ist nur der letzte Sprung wichtig. Der Rest ist völlig egal. Man will die 200 Meter springen und es geht halt nur aus Luke 4. Deswegen ist das immer so lästig, dass man hier immer dieses Luke 2, 3, 4 Gedöns hat. Das müsste so an die 190 gewesen sein. 192,5. Jetzt
So, komm schon, komm schon, komm schon. Konzentration, sehr guter Flug. Absprungzeitpunkt war gut. 126,5 Punkte. Wir sind hier klar überlegen. Da gibt es niemanden, der mithalten kann. Aber jetzt zählt es. Und schon sitzt eine kleine Fliege auf dem Bildschirm. Gerade noch weggeflitzt. So, komm, Wind, dreh in meine Richtung. So muss das. So, komm, das waren doch die 200. Yes, 202 Meter. Der war nicht mal so gut. Der war nicht mal so gut, der Sprung. Da hätten wir noch weiter fliegen können. Da waren die Sprünge vorher, glaube ich, besser. 96%, Absprungkraft nicht ganz so gut. Oben ein bisschen verdreht gewesen, schade. Aber 202 Meter, man will ja auch nicht zu kritisch sein. Haben wir es geschafft. Sehr, sehr cool. Nice. Für Schanzentournee gewonnen, über 200 Meter. So kann es doch auf jeden Fall weitergehen. So, damit übernehmen wir auch die Führung bei der Skiflug-WM. Es sind dann 30 Punkte Vorsprung auf Peter Breutz. Gerade noch mal ganz kurz die Freundin reingekommen. Der Hund ist auch da. Gell, Nero? Bist du auch da? Komm mal her. Komm her, Nero. Schau mal. Begeisterung ist riesig. Nicht? Er sitzt hier sehr unbequem. So, noch ein bisschen Tierquälerei muss auch sein. Nein, ich kuschel einfach zu gern mit ihm. Komm her, tut mir leid, Kleiner. Für ein paar Klicks mache ich doch alles. Gut, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Wir, ach guck mal, 200 Meter, dann haben wir sogar noch den besten Helm jetzt anscheinend freigespielt. Da schauen wir doch nochmal rein. Ist das der beste Helm? Yo. Nee, Schleik Black Hole. Weiß gar nicht, welcher Helm das dann war. Ah, okay. Wahrscheinlich der hier. Ich streichle gerade den Hund, falls ihr jetzt gerade überlegt, was ich da mit meiner Hand mache. So, den könnte man noch schön in lila. Den hätte man so super in lila färben können. Aber der sieht auch ein bisschen aus wie von Lord Helmchen aus Spaceballs. So, also 202 Meter nehmen wir mal mit. Ich denke mal, das geht noch deutlich weiter. Die 210, die 215 sind maximal, denke ich, drin. Wir kommen ungefähr so gut durch, wie wir es gehofft haben. Alle vier Springen bei der Tournee hat leider nicht geklappt. Aber es macht auf jeden Fall nach wie vor Spaß. Zumindest zum Spielen macht es natürlich Spaß, wenn man dann so weit springt. Das ist ein super cooles Gefühl. Ob es zum Zuschauen dann noch so spannend später ist, spätestens Ende der Saison, sind wir wahrscheinlich unschlagbar, wenn unsere Fähigkeiten dann auch extrem gut sind. Da wird es dann, ja, manchmal ein bisschen zäh. Aber ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen. Auch gerne bei SkiJumping24 reinschauen. Bei den Multiplayer-Streams natürlich mit am Start sein und da einfach ein bisschen üben. Da muss man sich ein bisschen reinfriemeln. Macht mir aber persönlich momentan extrem viel Spaß. Ich bin sehr süchtig danach und muss mich immer ein bisschen dann selber zurückhalten, dass ich nicht zu viel zu SkiJumping aufnehme, weil die Konzentration ist nach einer Stunde halt einfach ein bisschen weg. Gut, euch noch ein schönes, weiß gar nicht, die Folge kommt, glaube ich, Sonntagabend oder so oder Montag erst, weiß ich noch nicht ganz genau. Also auf jeden Fall noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.